Ja, herzlichen Dank. I mean, it's a tremendous thing to speak after that interview. I mean, that was. Das ist recht toll, nach diesem Gespräch reden zu dürfen. Und wenn ich darf, bevor ich auf Deutsch wechsle, nur zwei Bemerkungen. Ich empfehle Ihnen alle, bitte lesen Sie das Buch Bleak House von Dickens. Wie das Recht funktioniert, die Absurditäten. Ich kann mich erinnern, Stephen Curio mag dieses Buch auch. Ich habe das Buch vor vielen Jahren gelesen. Sobald Sie dieses Buch gelesen haben, dann können Sie Kafka, den Prozess, lesen. Das ist ganz ähnlich. Und zweitens, was Adam über die Politiker gesagt haben, was die Menschen und vielleicht wir in diesem Raum, was wir tun immer wieder, wir versuchen, also wir wollen Politiker haben, die Manager sind. Wir sollen glauben, dass sie mehr tun können, als sie können. Deswegen zwingen wir sie, ob es Obama ist mit Yes We Can oder Trump mit America First. Und so ist es eine dialektische Beziehung zwischen dem Volk und den Politikern. Wer erwartet was von wem? Nun muss ich Sie aus diesen Höhen ins Steuerrecht führen. Und das ist, glaube ich, der größte Sprung, Frau Flick, den Sie mir je auf dieser Bühne zugemutet haben. Auch wenn wir Steuerjuristen uns natürlich als Künstler fühlen. Weil das Steuergesetz darauf angelegt ist, die Welt abzumalen. Alles, was sich in der Wirtschaft abspielt, in der Gesellschaft abspielt, vielleicht auch in der Kunst abspielt, wird im Steuerrecht aufgenommen, reflektiert, bewertet und am Ende noch mit einer Zahlungspflicht versehen. Wenn Sie etwas wissen wollen darüber, wie ein Land seine Familien behandelt, schauen Sie sich den Splitting-Tarif an. Wenn Sie wissen wollen, wie es seine Unternehmer behandelt, schauen Sie sich die Spitzensteuersätze und die Erbschaftssteuerreformen an. Wenn Sie wissen wollen, wie ein Land seine Umwelt sieht, dann malt eigentlich die Gesetzgebung zur Ökosteuer ein ziemlich präzises Bild davon. Und nicht anders ist es bei dem Thema, über das ich sprechen soll, nämlich die Digitalisierung. Wie nimmt die Steuer den digitalen Kapitalismus auf? Oder beginnen wir eigentlich mit einem Bild aus dem 19. Jahrhundert, vielleicht noch aus dem 20. Jahrhundert, eine geschlossene Volkswirtschaft. Da gibt es den Produzenten, wir nennen ihn ganz altmodisch den Fabrikanten. Der hat Arbeitnehmer, der hat eine Fabrik, die da raucht und ihre Schlote hat. Der hat vielleicht auch ein Vertriebsbüro, der hat, wenn er im 20. Jahrhundert lebt, auch eine Forschungsabteilung. Aber das ist alles ziemlich fest. Das ist Brick and Mortar. Und morgens gehen die Arbeitnehmer in diese Fabrik und am Abend gehen sie wieder raus. Und wir können die differenzieren. Wir sehen den Produzenten, das Unternehmen, wir sehen die Arbeitnehmer und wir sehen vielleicht, Stichwort Kapitalismus, auch den Kapitalisten, der das Ganze finanziert, über Eigenkapitalgaben, über Fremdkapitalgaben. Das kann man da noch verkomplizieren, über Fonds und Intermediäre und Private Equity Unternehmen. Aber das ist ein ziemlich konstantes Bild. Und das ist ein Bild, auf das die Besteuerungsordnung weltweit seit vielen Jahren reagiert, indem es von den Unternehmen Unternehmenssteuern verlangt, die Körperschaftssteuer, indem es vom Arbeitnehmer die Lohnsteuer erhebt, indem es vom Kapitalgeber Zinsen und Dividenden steuerlich erfasst und wo es dann letztlich auch den Konsumenten versucht, im Rahmen der Umsatzbesteuerung oder anderer Sondersteuern zu erfassen. Nun, dieses Bild ist schon vor der Digitalisierung ein Stück weit ins Wanken geraten durch den Steuerwettbewerb. Die Globalisierung, von der wir heute mehrfach gesprochen haben und die ja zeitlich der Digitalisierung vorausgeht, aber durch diese nochmal verschärft worden ist, fügt ja schon Beweglichkeit ins System. Das hat dazu geführt, dass der Fabrikant umziehen kann mit seiner Fabrik und dass das einen Druck ausübt auf die Unternehmenssteuern. Und wenn wir nur mal Deutschland ansehen, ein Hochsteuerland, wie es immer heißt, in der Zeit, seit ich studiert habe, das ist leider schon ziemlich lange her, ist der Körperschaftssteuersatz von 56% auf 15% runtergegangen. 41% weniger, auch wenn die Gewerbesteuer noch hinzukommt. Das war gewaltig und das ist schon sehr viel geringer ausgefallen bei den Lohnsteuern, bei der Einkommensteuer, wo wir von denselben 56%
auf ca. 47% einschließlich Reichensteuer und Solidaritätszuschlag runtergegangen sind. Aber immerhin, es hatte sich was getan. Die Volkswirtschaft war offen geworden, die Gewerbebetriebe beweglich. Und was ändert sich nun durch die Digitalisierung? Nur die Digitalisierung malt ein völlig anderes Bild. Und auf dieses andere Bild muss auch die Besteuerung reagieren und tut das auch. Das fängt zunächst mal mit der Frage an, wer ist eigentlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Wer ist eigentlich Produzent? Wo ist der Fabrikant? Und was ist mit den anderen? Was ist denn mit dem Uber-Fahrer? Ist der noch Arbeitnehmer? Oder ist er schon sein eigener Produzent und Unternehmer? Ist er sein eigener Kleinkapitalist, der immerhin ein Kraftfahrzeug zur Verfügung stellt? Ist das jemand, den wir arbeitsrechtlich, sozialrechtlich, steuerrechtlich überhaupt noch in den bisherigen Kategorien erfassen können? Die Trump'sche Steuerreform hat in den USA für Freiberufler, für Personenunternehmen gewaltige Steuerabschläge eingebracht. Jetzt stehen die Arbeitnehmer in den USA vor der Frage, ob sie sich selber alle in kleine Selbstständige verwandeln sollen, um von diesen Steuervorteilen zu profitieren, oder ob sie doch lieber den, wenn auch geringen, arbeits- und sozialrechtlichen Schutz beibehalten sollen. Das ist die erste Auflösung. Die Grenzen zwischen Produzent und Arbeitnehmer verschieben sich. Plötzlich wird auf Airbnb Umsatzsteuer erhoben, weil wir plötzlich Unternehmer sehen, wo wir vorher keine gesehen haben. Das sind aber nicht unbedingt die Menschen, die die Gewinne machen, die hier wirklich produziert werden. Die Gewinne erzielt zu einem großen Teil derjenige, der die Plattform betreibt, die dahinter steckt. Ob das Uber ist, ob das die großen sozialen Netzwerke sind, ob das Expedia und Booking.com sind, ob das Airbnb ist. Und diejenigen, die sitzen vielleicht gar nicht mehr im eigenen Land. Die haben Algorithmen irgendwo auf der Welt entwickelt und die dazugehörenden Patente und Prozesse irgendwo auf der Welt verstaut. Und das führt zu einer gewaltigen Beschleunigung des Steuerwettbewerbs. Denn wenn es so ist, dass diese immateriellen Güter die eigentlichen Werttreiber sind und die Uber-Fahrer und die Airbnb-Vermieter eigentlich nur noch mit so einer Art Kostenersatz plus kleine Gewinnquote abgefunden werden, dann ist aus der Mobilität der Fabrik, die ja doch nicht so ganz einfach zu bewerkstelligen ist, plötzlich die Mobilität von Patenten, von Know-how, von Algorithmen, von all dem geworden, was man wirklich in Sekundenschnelle um die Welt treiben kann. Und das ist noch eine größere Mobilität als die des Finanzkapitals, die wir alle kennen. Denn wenn Sie Finanzkapital in eine Steueroase verlagern, da wird es ja nicht produktiv. Das muss ja irgendwo anders wieder hin in ein Industrieland. Das ist bei diesen Intangibles schon ein bisschen anders. Und das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren der Steuerwettbewerb dramatisch zugenommen hat und auch viele sehr prominent behandelte Steuervermeidungsmodelle, man denke etwa an Apple, gerade dadurch getriggert worden sind. Natürlich hat Apple in Wahrheit sein Research and Development in Kalifornien betrieben. Und natürlich sind die dazugehörenden Smartphones in China hergestellt worden. Aber genauso natürlich war es, die Gewinne über Know-how, über Patente, über Markenrechte in Irland zu parken, wo sie zu gnadenlos niedrigen Steuersätzen erfasst wurden. Dagegen kann man versuchen vorzugehen, durch internationale Steuerkoordinierung, wie das die OECD versucht. Man kann versuchen, dagegen vorzugehen, durch die Anwendung des steuerlichen Beihilfe- und Subventionsrechts, wie das die Europäische Kommission mit Macht tut. Aber das führt eben dann auch in so eine Art Staatenkampf hinein. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass etwa die US-Regierung das Vorgehen der Europäischen Kommission gegenüber den großen Digitalunternehmen im europäischen Beihilferecht als ähnlich aggressiv wertet, wie wiederum die europäischen Staaten das Vorgehen der USA im Bereich der Zölle auf Stahl, Autos und was auch immer. Wozu führt das? Wenn das Finanzkapital mobil ist, wenn diese immateriellen Güter mobil sind, wenn ich gar nicht mehr die Fabrik am Ort habe, was ist dann noch immobil, worauf kann eigentlich der Steuerstaat noch zugreifen? Und die Idee, die zurzeit die Gemüter beherrscht, ist die Kunden. Die Kunden sind wenigstens stabil. Die laufen nicht so einfach weg. Die erfasst man natürlich schon zu einem guten Teil über die Umsatzsteuer, aber man kann ja weitergehen.
Die Regierung Trump hatte immerhin vor einem Jahr noch den Plan, die Körperschaftssteuer voll auf den Import umzustellen. Dann wäre all weltweit tätigen Unternehmen körperschaftssteuerlich, einkommenssteuerlich in den USA erfasst worden, wenn sie mit dortigen Kunden Gewinne erzielen. Und gar nicht so weit weg davon sind die vor kurzem vorgelegten Pläne der Europäischen Union, die großen digitalen Anbieter aus den USA mit einer Digitalsteuer zu erfassen. Dort, wo die Kunden sitzen, dort, wo die sozialen Netzwerke sind, dort, wo die Werbeanzeigen geschaltet werden auf Facebook und Instagram, dort soll die Steuer bezahlt werden. Das führt aber aus Sicht der europäischen Staaten in eine ganz trickreiche Frage hinein, die sehr viel zu tun hat mit dem heute schon mehrfach verhandelten Verhältnis von Old Economy and New Economy. Die deutsche Wirtschaft, überhaupt die europäische Wirtschaft, ist immer davon ausgegangen, dass Gewinne dort entrichtet werden, wo produziert wird. Daimler ist gerne bereit, in Deutschland seine Steuern zu zahlen, aber nicht unbedingt in China, wo die Kunden sitzen. Das gilt auch für Louis Vuitton in Frankreich, das gilt für Gucci in Italien. Man liefert gern die Taschen nach China, aber die Steuer soll bitte hier bezahlt werden. Wenn nun aber die Europäer verlangen, und das ist die aktuell interessanteste Frage, dass die Gewinne der großen Digitalunternehmen aus ihren Geschäften mit europäischen Kunden in Europa besteuert werden, was hindert dann eigentlich noch die Chinesen und die Inder, die Gewinne zu besteuern, die unsere Old Economy aus den Exporten dorthin erfasst? Dazu gibt es folgenden Gedanken. Ist das nicht doch eine neue Welt? Ist das nicht eine Welt, in der mehr passiert, als nur zu exportieren und Kunden zu haben, an der neue Wertschöpfung stattfindet, an der Daten geschürft werden, an denen gewissermaßen, das ist so das Bild, die Gesamtheit der deutschen Internetnutzer eine riesige Steinkohlezeche ist, aus der dann die Betreiber der digitalen Wirtschaft sich ihre Informationen, ihr Rohmaterial heraussammeln. Aber das führt in schwierige Fragen rein. Soweit nämlich der Kunde tatsächlich Daten liefert und dafür etwas bekommt, kann man ihn ja besteuern. Wer auf YouTube ein Katzenvideo einstellt, das so erfolgreich ist, dass man Zehntausende von Euro generiert, dann muss darauf natürlich Einkommensteuer gezahlt werden, aber von dem, der diese Nutzungen durchführt. Sind das vielleicht alles Tauschgeschäfte, um die es geht? Wir gehen alle davon aus, dass wir Google, Facebook, Instagram, Twitter, was auch immer umsonst nutzen. Ist das wirklich umsonst? Oder ist es nicht so, dass wir eine werthafte Leistung beziehen, Suchfunktionen, Unterhaltungsfunktionen, Kommunikationsfunktionen und dafür etwas hingeben, nämlich Daten und Lesebereitschaft für Werbebroschüren? Mir hat mal ein Vertreter eines großen Silicon Valley-Unternehmens gesagt, was ist eigentlich der Unterschied, wenn Spotify Streamings für 10 Euro pro Monat anbietet, das ist natürlich ein wirtschaftliches Geschäft, das normal besteuert wird, oder wenn es nichts verlangt und dafür Werbeflächen verlangt. Das ist alles schwierig abzugrenzen. Was steht am Ende dieses Prozesses? Am Ende dieses Prozesses steht vielleicht eine Situation, in der nicht nur der Arbeitnehmer weggefallen ist, sondern der Kunde selber zum Produzenten wird. Nehmen wir etwa die Idee, dass wir alle in 10 Jahren einen 3D-Drucker im Haus stehen haben, der jede Gerätschaft, die wir benötigen im Haushalt, sofort selber produzieren kann. Das Einzige, was wir noch einkaufen, ist das Programm, das in Singapur gelagert wird und die Software, die uns sagt, wie dieser konkrete Hammer, das Messer oder eine andere Gerätschaft hergestellt werden soll. Wo findet dann die Wertschöpfung statt? Wir kommen in eine Welt hinein, in der jeder sein eigener kleiner Fabrikant wird. Wie soll das steuerlich erfasst werden? Einkommensteuerlich, umsatzsteuerlich? Als ich kürzlich darüber einen Zeitungsartikel schrieb, bekam ich von einem sehr bekannten deutschen Ökonomen einen Brief, der sagte, wir müssen die Grenzen zwischen Eigenwirtschaft, Selbstversorgung und Fremdproduktion möglicherweise völlig neu ziehen. Und das führt zum nächsten Punkt. In welchem Umfang wird in diesem System Arbeit überflüssig und wie soll das Steuerrecht darauf reagieren? Ich bin weder ein Zukunftsprophet, noch ein Betriebswirt, noch ein IT-Techniker. Ich kann also nicht sagen,
in welchem Umfang künstliche Intelligenz, moderne Datenverarbeitung dazu führen werden, dass Arbeitsplätze wegfallen. Wenn Arbeitsplätze wegfallen, wenn sich die Leistungen nur noch abspielen zwischen einem Softwarehersteller, der irgendwo sitzen mag, und einem Kunden, der vielleicht noch in Deutschland sitzt, wie ist denn dann die Steuerlast zu verteilen und wie sind möglicherweise Verteilungseffekte aufzugreifen? Die Idee, die hier ins Spiel kommt und die heute noch kaum angesprochen worden ist, ich glaube in einer Bemerkung mal am Rande, ist natürlich die, brauchen wir dann eine Maschinensteuer? Brauchen wir eine Robotersteuer, die in der Lage ist, die Gewinne, die dann vermehrt bei den Inhabern der Software oder auch bei den Inhabern der großen Hardware-Installationen anfällt, steuerlich zu erfassen und umzuverteilen. Und hier kommt nun das größte Problem und das aus meiner Sicht wirklich ganz ungelöste Problem. Es sind ja genau diese Objekte, die dem Steuerwettbewerb unterliegen. Das heißt, jeder Versuch, eine Robotersteuer einzuführen, funktioniert vielleicht ganz gut in einer geschlossenen Volkswirtschaft, aber genau dann nicht, wenn das Kapital, um das es geht, wenn die Investitionen, um die es geht, sofort woanders hin verlagert werden. Dann haben wir nämlich einen internationalen Steuerwettbewerb um die Robotersteuer und den werden wir ziemlich verlieren. Was bleibt übrig? Vielleicht noch die Kapitalinhaber. Vielleicht noch diejenigen, die aus den Erträgen dieser weltweit mobilen Produktionsfaktoren Dividenden und Zinsen beziehen. Und wie mobil sind die eigentlich? Nicht sicherlich mobiler als der einfache Kunde, sicherlich mobiler als der einfache Arbeitnehmer, aber auch nicht bereit, der Steuer wegen jeden Umzug hinzunehmen. Das heißt, wir werden vielleicht in einer Welt enden, in der die Mobilität der immateriellen Güter diese steuerlich kaum noch erfassen lässt, in der wir die Möglichkeit haben werden, beim Kunden, der bereit ist, für Leistungen zu bezahlen, steuerlich zuzugreifen und eine gewisse Hoffnung noch besteht, bei denjenigen, die die Erträge beziehen, auch noch eine Gewinnsteuer einzuziehen. Mehr ist da nicht mehr drin. Ich danke Ihnen.